bin krank. Ich war krank, jetzt bin ich krank. Willkommen bei einem neuen, bei einer neuen Folge von Sprich mal Schwedisch. Ich bin Joachim und ich war seit Dezember krank. Sonntag war ich nicht mehr so krank und dachte, diese Woche kann ich mal Videos machen. Und am Abend wurde ich sehr erkältet und mir geht's nicht so blendend, auch jetzt nicht. Aber ich dachte, ich muss endlich mal was raushauen. Und ich dachte, warum nicht einfach mal rausgehen, frische Luft schnappen und dann gleichzeitig ein Video drehen. Keine schlechte Idee, finde ich. Und da dachte ich, dann mache ich mal ein Video, das ich schon lange machen wollte. Ich zeige euch die neuen schwedischen Münzen. Das Ding ist ja, die Münzen, die kamen vielleicht vor anderthalb oder zwei Jahren. Aber da Schweden mehr oder weniger keine Münzen oder kein Bargeld verwendet, war es ein bisschen schwierig, überhaupt die zu kriegen, ne? Denn niemand hatte sie einfach. Und dann irgendwann kam Old Lady Ems, eine YouTuberin, die ich kenne. Sie kam zu Besuch mit The Great Raccoon, noch einem YouTuber. Link natürlich unten in der Infobox, wenn ihr so, ja, die Shells mal euch anschauen möchtet. Das Ding jetzt ist ja, dass die Münzen jetzt Farbe haben. Früher waren die alle so silber oder einfach nur metallisch. So silber einfach. Jetzt haben wir zum Beispiel diese 5-Kronen-Münze. Die ist jetzt kleiner und ein bisschen dünner, glaube ich. Nicht mehr so schwer. Und die 5 ist ziemlich klein. Aber früher war die eben halt groß, eine große 5 und eine große Münze. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Früher war nur die 10-Kronen-Münze goldig, sozusagen. Und die benutzt man auch. Jetzt hat man aber auch das hier als goldig. Und dann haben wir noch eine Krone. Eine Krone sieht aus wie ein Eurocent und für mich sieht es aus wie 50 Öre. 50 Öre. So. Das war eben eine halbe Krone. Früher gibt es nicht mehr als Münze. Darf man nicht mehr verwenden. Aber das erste Mal, als ich das in der Hand hatte, dachte ich, das ist irgendwie. Also man muss erst mal denken, ist das jetzt eine alte Münze, die ich hier angedreht bekomme oder nicht? Wir haben jetzt auch neulich eine 2-Kronen-Münze. Früher gab es auch, aber ich bin nicht damit aufgewachsen. Und das Ding ist ja, dass die Münze so groß ist, wie eine alte 1-Kronen-Münze ist. Und sieht genauso aus. Warte mal. Es sieht genauso aus. Nur ein bisschen größer. Ich verstehe nicht, wie man überhaupt da gedacht hat. Könnt ihr das verstehen? Das ist doch einfach, wenn man blind ist, klar, dann ist hier ein Unterschied, aber es ist trotzdem mega blöd. Aber zum Glück, in dem Fall zum Glück, benutzen wir Schweden ja kaum Bargeld. Also verstehe ich auch nicht, warum man die Münzen überhaupt austauschen musste. Das hat nur viel Geld gekostet und mehrere Leute, die hatten ganz viele Münzen, konnten es gar nicht eintauschen, weil die Banken, die wollten die Münzen gar nicht. Und die Geschäfte, das war einfach zu viel für die Geschäfte. Alle wollten immer in Münzen bezahlen, in so klein wie möglich. Ja, ein Chaos war das. So Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt was gelernt und möchtet ihr mehr über schwedische Kultur, schwedische Sprache und Schweden erfahren, dann abonniert diesen Kanal. Möchtet ihr mit mir reden, dann gibt es den Discord-Server. Link ist in der Infobox. Wir sind da fast 300 Leute, die da miteinander sprechen. Wir können Schwedisch üben oder wir können einfach mal abhängen. Es macht jeden Tag Spaß. Und möchtet ihr Schwedisch lernen, wie immer, dann gibt es sprichmalschwedisch.com mit kostenlosen Audiolektionen und Vokabellisten. Und wir sehen uns in einem anderen Video, wenn ich hoffentlich ein bisschen gesünder bin. Hey, doch.